Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wir sind hier, wie ihr wisst, gerade in Schweden. Jetzt sind wir auf dem Heimweg, 2200 Kilometer von hier, von Kiruna im Norden von Lappland bis nach Hamburg. Insofern haben wir eine lange Fahrt vor uns. Da habe ich mir gedacht, ich kann mal so ein bisschen berichten, was wir hier in Schweden erlebt haben von dem schwedischen Sonderweg und auch so ein bisschen Reiseinformationen geben, falls ihr auch mal den deutschen Corona-Wahnsinn entfliehen wollt, werde ich auch so ein bisschen erzählen, wie man hier hinkommt, wie man das am besten machen kann. Und zwar, ich will einfach mal damit anfangen, wie kam es dazu, dass ich hier mich für Schweden entschieden habe. Du kannst mal hier nach rechts schwenken hier. Das hier ist die schöne Landschaft in Lappland. Hier rechts, Sie sehen. Ja, es war so, dass ich habe mir eigentlich schon, glaube ich, vor Weihnachten habe ich schon gesagt, okay, hey, den ganzen Corona-Wahnsinn will ich mal im Frühjahr entfliehen, mal ein bisschen Schnee sehen, mal ein bisschen ins Restaurant gehen, mal in offene Bars gehen, mal einkaufen gehen, ohne dass man diese maskierten Menschen überall sieht. So, jetzt blendet die Sonne zu sehr. Und habe dann einfach ein paar Freunde gefragt, ob sie mitwollen. Und so kam es dann, dass wir uns da jetzt im Januar aufgebrochen haben. Da haben wir natürlich recherchiert, wie kommt man am besten nach Schweden. Man kommt nicht mehr über Dänemark. In Dänemark ist es auch so, dass Grenzkontrollen in Dänemark stattfinden. Ein Freund von mir, der studiert in Kopenhagen, der fährt dann öfter mal mit dem Auto dann von Hamburg nach Dänemark zurück. Und die Sonne. Und der wurde an der Grenze kontrolliert und der ist dann nur durchgekommen, als er dann gesagt hat, dass er in Kopenhagen wohnt, als er es nachweisen konnte. Insofern haben wir auch gesagt, über Dänemark nach Schweden zu kommen, da wäre es auch insofern dann schwierig gewesen. Also erstmal die dänische Grenze, dann die schwedische Grenze. Da haben wir auch gelesen, oh, da liegt ein totes Rentier gerade, wo die Raben drauf saßen. Auch an der schwedischen Grenze, da stand dann über den Medien, dass sie da hunderte deutsche Urlauber an der schwedischen Grenze zurückgeschickt haben. Also wenn man dann durch Dänemark durchgekommen wäre, dann hätte man das Problem gehabt, dass man wahrscheinlich an der schwedischen Grenze zurückgeschickt wird. Insofern der einzige Weg ist halt entweder fliegen, aber da ist es so, dass die meisten Airlines, also da gibt es günstige Flüge. Ja, da mussten wir kurz stoppen, weil die Aufnahme abgebrochen war. Der Speicher war voll, typischer Anfängerfehler. Auf jeden Fall, ich war bei den Flügen. Also wie gesagt, es gibt Direktflüge von Deutschland nach Stockholm. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, wir versuchen, um diesen Test drumherum zu kommen. Natürlich gibt es auch diesen Spucktest und so, aber da haben wir gesagt, okay, komm, lass uns lieber mit dem Auto fliegen, weil auch wenn man nach Norden, in den Norden von Lappland will oder in den Norden von Schweden, da gäbe es dann nur einen Flug irgendwie von Hamburg nach Frankfurt, von Frankfurt nach Stockholm, von Stockholm nach Norden Schweden. Das hätte 12, 13 Stunden gedauert. Da haben wir gesagt, okay, komm, dann können wir auch fahren. Es ist dann auch günstiger und man sieht die schöne Strecke auf dem Weg. Ja, auf jeden Fall. Dann blieb die letzte Möglichkeit über. Das war dann der Weg über die Fähre von Travemünde nach Trelleborg, heißt das, glaube ich, südlich von Malmö. Und so war das dann. So haben wir dann die Fähre genommen. War auch relativ entspannt und es war auch kein Bundesgrenzschutz oder so, der uns kontrolliert hat. Die einzigen, wir wollten auf die Fähre drauffahren. Dann stand da der Zoll, der hat dann gefragt, was wir denn in Schweden wollen und so. Eigentlich geht dir das überhaupt nichts an. Aber wir haben dann gesagt, okay, wir sind ein Filmteam, wir wollen ein bisschen den schwedischen Sonderweg dokumentieren, was wir auch tatsächlich machen. Ich habe ja auch einen Journalistenausweis. Hier auch wieder hinten die Wälder mit der Sonne drüber. Super, super schön. Und als wir dann auf der Fähre waren, es stand tatsächlich vier andere Autos da. Also, oder wir waren insgesamt vier Autos, wenn ich mich recht erinnere. Alles andere waren dann nur LKWs. Das heißt, wahrscheinlich
denken die meisten Deutschen, wir kommen mit der Fähre gar nicht dahin. Schweden ist jetzt Risikogebiet. Die Medien berichten ja auch drüber, der schwedische Sonderweg ist gescheitert. Dabei, der Sonderweg ist insofern ja noch nicht mal gescheitert. Die haben halt einfach nur ein paar Restriktionen mehr eingeführt mit dem neuen Gesetz. Da können wir dann gleich nochmal drüber reden. Ja, auf jeden Fall sind wir dann mit der Fähre nach Schweden rübergefahren, auf der schwedischen Seite. Da waren wir dann auch ein bisschen gespannt. Kann ja auch sein, dass man dann da ankommt und dass sie sagen, okay, sorry, ihr dürft hier nicht ankommen. Aber dann war es halt so, wir sind da von der Fähre runtergefahren, morgens dann. Und dann kam da tatsächlich so eine Zollschranke oder einfach eine Schranke. Und dann war da eine Dame vom Zoll. Da haben wir dann auch gesagt, wir sind ein Filmteam. Die wollte dann tatsächlich auch meinen Journalistenausweis sehen. Der dann auch gefragt, okay, haben Sie sonst irgendwas dabei? Ich so, okay, natürlich hatten wir ein bisschen Alkohol dabei, aber das ist ja nicht verboten. Wir haben aus Deutschland ein bisschen Corona-Bier mitgenommen. Ja, auf jeden Fall, eigentlich geht dem Zoll das nichts an, wenn man sagt, hey, wir fahren hier nach Schweden, alles andere, könnt gerne schauen, ob wir irgendwelche Drogen oder Waffen im Auto haben, aber die können, soweit ich weiß, können sie dich nicht an der Grenze abweisen. Auf jeden Fall ja, war es dann relativ unkompliziert, nach Schweden zu kommen. Wir sind dann erstmal nach Malmö gefahren. Wir haben dann gesagt, in Malmö werden wir dann erstmal frühstücken. Das haben wir da auch gemacht. Da war es dann super, super toll, nach Ewigkeit mal wieder in ein Restaurant reinzugehen. Oder das war so eine kleine Bäckerei, wo man sich hinsetzen konnte. Dann die Menschen hinterm Tresen zu sehen, ohne Maske. Natürlich ist es dann auch so, das hat man auch überall in Schweden gesehen, dass sie dann beim Eingang, kannst mal nach rechts schwenken hier nochmal. Das ist halt echt, die Aussicht hier mit der Schneelandschaft, das ist echt der absolute Hammer. Eigentlich will ich hier gar nicht weg, so schön ist es. Ja, das, was man da immer gesehen hat, ja, Desinfektionsmittel steht an der Tür bereit, aber ich habe keinen Schweden gesehen, der das groß benutzt. Dann stehen da immer die Hinweise, vor allem bei kleinen Läden, dann darf man maximal nur zu viert da rein. Man muss sich auch bei den Hotels anmelden für Buffet und so, aber dazu gleich nochmal mehr. Naja, auf jeden Fall war es da, ja, haben uns total gefreut, dann in die kleine Bäckerei da reinzugehen, da dann zu sitzen, da Leute ohne Maske zu sehen, da dann ohne Maske im Laden rumzulaufen, mit der Kassiererin zu sprechen, ihr Gesicht zu sehen, wie sie einen anlächelt. Ja, da hat man dann auch erstmal gesehen, was man da so vermisst, wie viel das auch mit der ganzen Kommunikation der Menschen untereinander ausmacht, dass man sich einfach anlächelt, dass man die ganze Mimik sieht. Das ist ja durch diese ganzen Masken alles total verloren gegangen. Wo auch Drosten hat ja selbst gesagt bei Twitter, Masken sind wichtig, damit die Menschen daran erinnert werden, wie schlimm die Lage ist. So, und in Schweden tragen vielleicht, wie ich in einem anderen Video auch schon gesagt habe, 5 bis 10% der Leute in den Läden, wenn man da unterwegs ist, irgendwie eine Maske. Insofern, wenn man in Schweden unterwegs ist, da vergisst man eigentlich den ganzen Wahnsinn, was man eigentlich auch sollte. Naja, auf jeden Fall sind wir dann von Malmö nach Stockholm gefahren und als erstes, als wir in Stockholm angekommen sind, wir haben dann erstmal in ein Restaurant gegangen, haben dann da wieder genossen, Menschen ohne Maske zu sehen, auch mit den, okay, ich glaube, da haben die Kellner dann eine Maske getragen, da dann gut gegessen, ich glaube, schwedische Fleischbällchen, Köttbullar gab es da. Auch alles super schön eingerichtet, schönes Restaurant. Und dann haben wir gesagt, okay, sind wir in Stockholm angekommen, was machen wir als erstes? Dann haben gesagt, wir gehen einkaufen. Der eine Freund, der ist seit April nicht mehr im Supermarkt gewesen. Er sagte auch, hey, ich habe da keinen Bock, mit Maske einkaufen zu gehen. Und für den war das so voll das Highlight, mal wieder im Supermarkt zu sein, Menschen ohne Maske zu sehen. Für mich, klar, ich meine, ich gehe auch in Deutschland ohne Maske einkaufen. Aber
Ja, da bin ich natürlich immer der Einzige ohne Maske und dann in einem Supermarkt einfach mal zu sein. Ja, und einfach diese Normalität zu spüren. Das war, wir haben uns da echt gefreut wie kleine Kinder. Wir haben auch alle, also ich habe da das Video gemacht für meinen Telegram-Kanal. Die Freunde haben auch gleich alles Fotos und Videos gemacht. Ich glaube, der eine Freund hat dann halt gleich zu der Dame, die Verkäuferin oder die Lidl-Angestellte, die dann da Sachen eingeräumt hat, so der hat da gleich gesagt, boah, ist ja super toll, wir sind seit Ewigkeit nicht mehr ohne Maske einkaufen gewesen. Dass solche Sachen, die eigentlich total normal sind, dass die sowas Besonderes geworden sind, das ist schon total verrückt auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir uns Hotel gesucht in Stockholm, wollten eigentlich im Grand Hotel, in dem besten Hotel von Stockholm unterkommen, aber da hat uns das Preis-Leistungs-Verhältnis dann nicht so gepasst. Die hatten auch den Spa, dann haben sie extra berechnet, die wollten da glaube ich pro Person, was waren das, 60 oder 80 Euro haben pro Besuch, pro Person. Dann habe ich auch gesagt, hey, das ist absoluter Wahnsinn, das ist es mir nicht wert. Dann haben wir das Hotel Six genommen, auch ein schickes Hotel, was sehr zentral ist. Da war es dann so, als ich dann eingeschickt habe, da meinte der an der Rezeption, der meinte auch so, hey, ich habe ihm auch gesagt, hey, du bist der Erste hier mit Maske, den ich sehe, oder so, sinngemäß, so habe ich ihm das, glaube ich, gesagt. Und er meinte auch, ja, hey, halte ich auch total für unsinnig, aber unser Boss verlangt das von uns. Also da war es dann so, weil es ein größeres, auch ich glaube, irgendwie zu einer internationalen Kette gehört, hatten sie dann diese Regel, dass man Maske tragen muss und also dass die Angestellten Maske tragen müssen. Und ja, auf jeden Fall war es dann in dem Hotel auch so. Da musste man dann für den Spa musste man sich anmelden. Du kannst mir nochmal rechts rüber schwenken, da die Landschaft hier wieder in Schweden. Ja, da war es dann so, dass man sich für den Spa und für das Buffet anmelden musste. Die hatten dann, damit es beim Buffet nicht zu voll wird, da hatten sie dann, glaube ich, auch irgendwelche Regularien, muss man dann sagen, hey, man kommt zwischen 9 und 10. Aber da auch, man hat da so einen kleinen Gutschein bekommen. Den haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Nächte. Wie viel haben wir da verbracht? Was waren das? 3 oder 4 Nächte? 3 Nächte, genau. Von den 3... dreimal Frühstück, haben wir dreimal oder viermal Frühstück dann? Ja, auf jeden Fall, wir mussten ein einziges Mal, mussten wir dann vorzeigen, sonst konnte man da einfach durchgehen. Die hat das eigentlich überhaupt nicht interessiert, wer da jetzt so frühstückt. Insofern, ja, und das sind eigentlich auch schon die Begrenzungen, dass man, ja, dass sie halt einfach, die Personenzahl begrenzt haben in Restaurants, in Bars oder auf Läden, was die Fläche angeht. In Stockholm war es dann auch so, als wir da essen gegangen sind, dass die Restaurants, Bars und Restaurants um 8 abends schließen mussten. Da war es dann so, um 8 konntest du, also kurz vor 8 konntest du deine letzte Bestellung aufgeben und um 8.30 Uhr haben sie dann alle rausgeschmissen. In einem Restaurant war es dann auch so, dann haben sie auch gesagt, okay, jetzt alle raus und dann sind alle gleichzeitig aufgestanden und standen da beim Ausgang. Insofern also, wenn es denn eine schlimme Pandemie geben sollte, dann, wenn es tatsächlich einen ansteckenden Virus geben sollte, dann standen sie da alle beim Eingang beisammen und hätten sich dann rein theoretisch anstecken können. Insofern ist diese Regelung auch nicht gerade unbedingt schlau, wenn man wirklich da eine angebliche Pandemie eindämmen möchte. Dann hätte man vielleicht den Leuten sagen sollen, geht mal einzeln raus, damit ihr euch hier alle nicht im Eingang trefft. Ja, und dann war es so, wir haben da auch, habe ich auch bei Telegram, habe ich es ja auch gesagt, da habe ich auch das Video von Oscar, von meinem Freund, den ich in Acapulco, Mexiko, bei der Konferenz da von Jeff Berbick, Anacapulco, kennengelernt habe, der hat dann auch ein bisschen was gesagt, komme ich gleich nochmal dazu. Auf jeden Fall
Der war dann dabei und da habe ich ihn auch gefragt, hey, ja, wo kriegen wir denn jetzt noch ein bisschen Alkohol her, dass wir bei uns auf dem Zimmer ein bisschen weiter zusammensitzen können? Und er meinte auch, ja, im Supermarkt gibt es dann nur Alkohol bis 2,5% Alkoholanteil. Und die anderen sind Government Run und die schließen auch um 8 Uhr. Das heißt also, Alkohol hier sehr, sehr restriktiv. Ich kann mich auch erinnern, der eine Freund, der stand am Lidl, wollte irgendwie Wein kaufen. Da gab es dann auch nichts Vernünftiges, gab es ganz wenig Auswahl. Und naja, auf jeden Fall an dem Abend haben wir dann so 60, hier sind auch überall Radarfallen, wenn man da nicht aufpasst. Die Schilder sind total vereist, dann sieht man die Schilder nicht. Ich habe hier zum Glück hier der Touareg, den wir uns gemietet haben, der zeigt dann immer, er kennt die Verkehrszeichen. Aber wenn sie natürlich vereist sind, ist das nicht ganz so einfach. Jetzt hat das hier gerade hingekriegt auf jeden Fall. So, wo war ich? Ja, beim Alkohol. Ja, insofern haben wir dann den Abend, haben wir dann die Minibar bei uns geplündert, was auch relativ teuer war. Aber naja, wir hatten einen schönen Abend da mit dem Oscar. Der Oscar, das Spannende ist auch, Oscar ist halt eigentlich, wie soll man sagen, ja, ziemlicher Truther. Wie gesagt, jeder, der Jeff Burbeck kennt, der den Dollar Vigilante kennt, der weiß, über welche Themen er redet. Aber Oscar hat eigentlich, ja, seit circa einem Jahr, hat er sich nicht mehr, hat er da nicht mehr reingeschaut, weiß, ist da nicht mehr so, was Corona angeht, auf dem Laufenden. Ich hatte auch, als es anfing mit Corona im März, April, hatte ich auch mit ihm geschrieben, habe gesagt, hey, alle gucken zu euch nach Schweden, seht zu, dass ihr euren Weg beibehaltet. Und zu dem Zeitpunkt im April hat er noch gar nicht tiefer reingeschaut. Hat erst nachdem ich ihm da ein paar Sachen zugeschickt hatte, hatte er da ein bisschen tiefer reingeschaut. Und ja, aber war es jetzt in Stockholm, da war es dann auch so, dass er da noch nicht so richtig tief reingeschaut hatte und ja, eigentlich mehr oder weniger so das Mainstream-Narrativ wiedergegeben hat. Konnte sich auch nicht vorstellen, dass, wie bei vielen halt immer, dass sie sagen, ja, auch wenn das alles, wenn der PCR-Test nicht so zuverlässig ist, auch wenn die Vorhersagen von Niall Ferguson alle nicht so zuverlässig waren und die ganzen Bilder aus China und so, wenn die alle gefaked waren, es kann doch nicht sein, warum machen denn da alle Regierungen auf der ganzen Welt mit? Das konnte er sich alles nicht vorstellen. Wie gesagt, das ist einer, der den Dollar Vigilante folgt. Naja, auf jeden Fall, er wohnt gerade aus privaten Gründen, wohnt er gerade bei seinen Eltern und seine Eltern meinen auch so, wie was, du willst Deutsche treffen? Die Deutschen, die reisen gerade in Covid-Zeiten, was ist denn mit denen los, dass die jetzt gerade in solchen Zeiten am Reisen sind? Da meinte er, okay, hey, das sind alles die drei Deutschen, das sind alles welche, die denken, das ist ein riesengroßer Betrug und deswegen sind sie jetzt am Reisen. Und ja, für seine Eltern war das alles total unverständlich. Ja, der Oscar wollte eigentlich auch mit uns mit in den Norden, ein bisschen Skifahren. Aber das hat dann leider bei ihm nicht geklappt. Da haben seine Eltern auch gesagt, bist du denn wahnsinnig, nicht, dass du mit denen losgehst. Guck mal da vorne, ich glaube, wenn wir heute Nacht noch hier irgendwo bleiben würden, dann würden wir bestimmt nochmal Nordlichter sehen. Nordlichter haben wir auch letzte Nacht gesehen übrigens. Mal schauen, vielleicht blende ich hier die Bilder mal ein. Auf jeden Fall, ja, der Oscar, ja, da haben dann seine Eltern gesagt, okay, hey, wenn du dann mit dem mitfährst, dann wollen wir dich danach nicht sehen. Nicht, dass du uns ansteckst. Und so kam es dann, dass er dann sich dazu entschieden hat, nicht mit in den Norden zu kommen, damit er keinen Stress mit seinen Eltern bekommt. Ja, fand ich ein bisschen schade. Aber ja, so war es dann einfach. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, dann sind wir 2-3 Tage in Stockholm verbracht, da in den Einkaufszentren, da auch hat alles offen. 5-10% der Menschen tragen eine Maske. Ja, fühlt sich eigentlich super normal an, auch wenn man in die Restaurants geht. Okay, klar, in vielen Restaurants ist es so, dass die Angestellten eine Maske tragen müssen, dass die auch in einigen Restaurants dann Tische abgeklebt haben. Aber ja, weitestgehend normal. Jetzt nochmal, warum es in Schweden normal ist.
In Stockholm, genau, in Stockholm haben wir dann auch ein paar Interviews geführt. Da war es auch, wie ich in dem Video, was schon raus ist, gesagt habe, die haben bestimmt ja, 50, 60 Leute angesprochen, die sind eigentlich alle vorbeigelaufen, haben nur gesagt, nee, okay, sorry, kein Interesse. Ja, dabei war es eigentlich, ich glaube, es war ein Samstag, die Leute hätten eigentlich relativ entspannter unterwegs sein sollen, waren sie aber offenbar nicht, oder ich weiß nicht, vielleicht hat das allgemein mit den Schweden zu tun, dass sie ein bisschen abweisender sind, vor allem wenn es irgendwie jemand ist, der Englisch spricht. Da war es dann da der zweite Teil des Videos, als wir hier in Kiruna waren beim Eishotel, da haben wir, glaube ich, drei Leute angesprochen, zwei haben direkt gesagt, hey klar, warum nicht, kannst du nochmal hier rüber schwenken, das ist die Aussicht, oh mein Gott, unglaublich. Ja. So, die Scheiben sind hier ein bisschen vereist, da kann man leider nicht ganz so viel sehen. Beziehungsweise hier das Beifahrer, von der Beifahrertür. Ja, auf jeden Fall nochmal zu dem Sonderweg hier in Schweden. Also, die Sache ist, mein Eindruck oder unser Eindruck ist eher, dass die Schweden halt einfach sagen, so ist es jetzt einfach, wir haben den Sonderweg gegangen, es klappt ja offenbar, wir unterstützen das, aber mein Eindruck ist halt, dass die meisten das nicht groß hinterfragen, dass er einfach, die Regierung macht das, so ist es, dann ist es auch so gut. Eigentlich mehr oder weniger das Gleiche wie in Deutschland, dass die Leute einfach so wie es ist und so wie es in den Medien transportiert wird, es wiedergeben, das nicht kritisch hinterfragen, und so ist es in Schweden auch andersrum. Dieser Anders Tegnell, der ja für den Sonderweg verantwortlich ist, warum das so ist, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ja, der scheint wahrscheinlich oft in den Medien vertreten zu sein, obwohl ich auch schon gehört habe, das kann ich nicht genau sagen, dass die Medien auch da relativ kritisch zu diesem Sonderweg berichten und dass man da angeblich einen ja, härtere Maßnahmen haben will in den Medien. Ja, aber wie gesagt, da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich die schwedischen Medien nicht groß gefolgt habe. Aber ja, die Leute unterstützen diesen Weg, die sagen, okay, so ist das einfach, wir müssen mal schauen, wie es weiter ausgeht. Bislang ist es ja ganz gut. Und ja, also wirklich auch Kritik, auch jetzt, dass sie um 8 Uhr zumachen müssen oder was die Begrenzung, die Flächenbegrenzung angeht. Ja, das wird nicht groß hinterfragt. Insofern auch, wenn sie jetzt auch ein neues Gesetz auf den Weg gebracht haben, was der Regierung ermöglicht, da, wenn die Zahlen hochgehen, da Maßnahmen zu verhängen, da werden die Schweden meiner Meinung nach das auch nicht groß hinterfragen oder nicht dagegen revoltieren. Ja, und warum ist Schweden diesen Sonderweg gegangen? Also, es steht ja immer so da, ja, nach dem Motto, ja, die schwedischen Politiker haben da weise überlegt und haben da gute Entscheidungen getroffen. Aber so wie die Schweden uns erzählt haben, wie Oskar uns gesagt hat, ist es eher so, dass einfach aufgrund der Schweinegrippe, bei der Schweinegrippe haben sich in Schweden viele Menschen impfen lassen. Da gab es dann viele Nebenwirkungen und bei den Nebenwirkungen da war es dann so, dass dann in Zukunft, also so wie ich das mitbekommen habe, war es dann so, dass wenn in Zukunft, oder es wurde dann geändert, dass dann die Gesetze so geändert worden sind, dass dann die Gesundheitsexperten da dann in solchen Pandemien das Sagen haben und entscheiden haben, welcher Weg dann gegangen wird. Und dementsprechend wurden dann da die Gesetze geändert. Wie gesagt, so habe ich es nur verstanden. Guck es gerne nach, oder wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Insofern, so hat dann dieser Anders Tegnell, der auch damals auch bei der Schweinegrippe da offenbar einen Fehler begangen hat, dass er da gesagt hat, das wird jetzt alles ganz schlimm, wir müssen uns impfen lassen, wo es dann bei den Impfen mit Tamiflu ganz viele Nebenwirkungen gab. Der hat dann jetzt gesagt, hey, Corona ist nicht so schlimm, wir müssen vielleicht die Alten schützen. Und ja, so hatte er dann das Sagen, was den schwedischen Sonderweg angeht. Und jetzt durch dieses neue Gesetz wird dann sozusagen die Autorität oder beziehungsweise die Entscheidungsbefugnis dieser Gesundheitsbehörden und vor allem dieses Anders Tegnell
wird damit mehr oder weniger ein bisschen untergraben. Sieht auch so aus, als wollten sie die Verfassung ändern, und das ist auch nicht ganz so einfach. Kannst du nochmal nach vorne schwenken, wieder super schön hier die Aussicht. Als wollten sie die Verfassung ändern. Auf jeden Fall, long story short, es ist verfassungsmäßig nicht möglich, irgendwelche harten Maßnahmen zu verhängen, so wie es bei uns gemacht wurde. Insofern ist der schwedische Sonderweg eigentlich ja mehr oder weniger Glückssache. Das ist halt hier damals so passiert, das mit der Schweinegrippe, wie es passiert ist. Und ja, schaut da auf jeden Fall nochmal unbedingt auch bei Gunnar Kaiser rein. Der hat da auch ein sehr schönes Video zu gemacht, zu einem schwedischen Sonderweg. Gunnar, muss ich sagen, also Gunnar, ein sehr geschätzter Kollege. Da gibt er extrem Gas auch in letzter Zeit, sehr hochwertige Videos. Hat er auch in diesem Stil, hat er auch ein Video gemacht. Natürlich alles viel bessere Qualität mit tollen Drohnenflügen und so. Und ja, wir sind einfach losgefahren. Ich habe gesagt, hey, ich mache einfach mal ein paar Interviews, habe da nichts groß geplant. Hätte natürlich auch diesen Anders Tegnell anfangen können. Aber wie ihr vielleicht wisst, ich meine, das mit YouTube, das mache ich einfach nur. Ich mache das nicht, um Geld zu verdienen. Ich mache es einfach nur, um mein Wissen weiterzugeben, weil ich es einfach irgendwie spannend finde, zu recherchieren. Und ich glaube, weil ich halt einfach die Möglichkeit habe, da viel zu recherchieren, versuche ich dadurch einfach so mein Wissen weiterzugeben. Insofern, hier auch wieder rechts, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall, der gute Gunnar war gut vorbereitet, hat sich da auch ein paar Deutsche organisiert, die in Schweden leben, die dann über den schwedischen Sonderweg gesprochen haben. Sehr interessant, die Interviews, die er da gemacht hat. Schaut da also unbedingt rein. Wie gesagt, Gunnar war da deutlich besser vorbereitet als ich. Schaut da unbedingt rein, was den schwedischen Sonderweg angeht. Ansonsten nochmal mit unserem Trip hier ein bisschen weiter zu erzählen. Dann waren wir in Öre für ein paar Tage. War auch für mich das allererste Mal Skifahren. Den ersten Tag hatten wir perfektes Wetter, so wie heute. Klarer Himmel, Sonnenschein. Oh, wir sehen gerade, kannst du mal hier drauf machen, minus 25 Grad. Super kalt. So war es auch in Öre. Dass da einfach ein klarer, sonniger Tag war, perfekt, um für mich mit dem Skifahren anzufangen. Da war, glaube ich, minus 17 Grad, gefühlt minus 24 Grad, aber das, durch die Sonne hat sich das alles ganz gut angefühlt. Am zweiten Tag war es dann da war es dann halt einfach, die Sonne kam nicht raus, es war zwar nur minus 15 Grad oder so, aber es war einfach super feuchte, unangenehme Kälte, und da musste ich auch ehrlich gesagt, musste ich dann schnell wieder zurück ins Hotel, weil einfach, ja, ich bin oft gestürzt, wie das halt so ist als Anfänger, und meine Handschuhe waren auch irgendwann nass, und dann bin ich einfach nur zurück ins Hotel gefahren, auf dem Weg da, ja, auf dem Lift, da dachte ich auch echt, mir fallen meine Finger ab. Ich habe mich wirklich eigentlich schon im Krankenhaus gesehen. Ich dachte, hey, meine Finger fallen jetzt gleich ab, die müssen mir im schlimmsten Fall die Finger amputieren. So sehr war ich da am Frieren, so weh hat es getan, aber alle Finger sind noch dran, zum Glück. Und und da war es dann auch lustigerweise, also ich dachte, ey, ich bin der Einzige, als Deutscher bin ich diese Temperaturen nicht gewöhnt. Auch wann, ich glaube, zuletzt in Norddeutschland habe ich so eine Schneelandschaft vor 10 Jahren gesehen, oder vielleicht als kleines Kind habe ich solche Schneelandschaften gesehen, auch wo es über längere Zeit war. Auf jeden Fall waren es dann auch andere Schweden, die dann auch aufgegeben haben. Insofern die Schweden, die eigentlich solche Temperaturen gewöhnt sein müssten, für die war das auch alles zu hart. Die haben dann auch abgebrochen. Das Hotel, was wir da hatten, Copper Hill Lodge, auch ein sehr schönes Hotel. Schaut euch das gerne mal an.
Absolut toll gelegen. Auch man fährt da direkt raus und ist direkt auf der Skipiste. Da war es dann auch so, wir mussten uns für den Spa-Bereich anmelden. Das haben wir auch schon gemacht, aber hat keiner kontrolliert. Da auch im Spa-Bereich. Der Freund hier, den ihr gerade reden gehört habt, der war auch dann einmal alleine da im Spa. Meinte, da saßen da welche mit FFP2-Maske im Whirlpool. Das habe ich aber nicht gesehen. Ansonsten, als ich da war, ja, waren die Leute entspannt. War es natürlich relativ leer, aber ich glaube auch allgemein, weil einfach ja, viele internationale Touristen ausgeblieben sind. Ja, auf jeden Fall war es cool, im Spa zu sein. Nochmal ganz kurz zu den internationalen Touristen, die ausgeblieben sind. Wir haben in einigen Hotels, in einigen Restaurants haben gefragt, hey, wie sieht es jetzt so aus im Vergleich zu den Vorjahren? Wir haben auf dem Weg nach Öre haben wir in einem Hotel in so einem Skigebiet gehalten. Dadurch, dass es aber so in the middle of nowhere war. Oh, guck mal, hier der Blick. Dadurch, dass es so im Nirgendwo war, ist es eigentlich nicht so ein internationales Skigebiet gewesen. Da waren dann nur Schweden da und der Kellner im Restaurant, der meinte, ja, ist eigentlich jedes Jahr zu dieser Zeit relativ ruhig. Wir haben jetzt wegen Corona nicht irgendwie groß gemerkt, dass da jetzt weniger Touristen kommen hier zum Skifahren. Aber da in Öre, was dann eher so ein internationales Skigebiet ist, ich glaube, vielleicht auch das, ist es nicht sogar das, das nördlichst gelegene Skigebiet in Europa. Ja, auf jeden Fall, da waren wir auch in einer Bar, haben dann mit dem Manager ein bisschen gesprochen, der uns auch ohne Maske da begrüßt hat, mit dem wir uns da länger auch gut unterhalten haben. Er meinte auch, okay, hey, hier in Öre kommen viele internationale Touristen, das ist bestimmt 60-70% weniger dieses Jahr. Und das Spannende war auch, er meinte, okay, ich hätte lieber zugemacht und das Geld von der Regierung bekommen. Und das ist halt auch, ja, genau das gleiche Denken wie in Deutschland. Die Leute freuen sich, anstatt zu sagen, ey, was seid ihr wahnsinnig, ihr zerstört hier Existenzen ohne Ende. Ihr durch die ganze Panik auch in den Medien, durch die ganze Panik, die Politiker und Medien verbreiten, schließen sich die Leute zu Hause ein, haben Angst. Ja, deren Existenzen werden zerstört, Operationen werden verschoben. Ihr vernichtet hier echt alles, was wir haben, auch die ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen. Dadurch, dass Menschen ja, Kontakte scheuen, Kontakte vermeiden, Kontakte reduzieren. Wenn dann im Supermarkt nur durch die Maske miteinander reden. Ja, die Menschen in Schweden und in Deutschland kritisieren die Maßnahmen da nicht groß. Die akzeptieren die so, wie sie sind. Und wenn sie dann schließen müssen, anstatt zu sagen, hey, ihr seid wahnsinnig, was macht ihr eigentlich, sagen die, okay, gebt uns bitte noch mehr Geld. So, und so, wie gesagt, der mit der Bar, der meinte auch, hey, ich würde lieber meine Bar schließen und das Geld von der Regierung kriegen. Natürlich rein ökonomisch würde das mehr Sinn machen, aber wo ich ihm auch gesagt habe, hey, die Regierung hat kein Geld, sie muss dir das entweder heute oder in Zukunft wegnehmen. Er meinte, ah ja, okay, ich sehe das nicht an als wegnehmen. Er sieht das dann so an, als würde er Steuergelder zurückbekommen. Aber da auch das, was er irgendwann mal bezahlt hat, das haben sie schon längst verballert. Ja, aber wie gesagt, ich kann sie auch alle verstehen. Aus deren Sicht ist das dann natürlich das Richtige dann. Ja, und dann sind wir dann von Öre, sind wir dann Richtung Norden gefahren, nach Lappland. Mussten da auch eine Nacht, da sind wir dann auch mal, ich glaube, 10-12 Stunden am Tag gefahren, haben dann da in einem Hotel eben am Straßenrand übernachtet. Das war auch, ja, hat 110 Euro gekostet, obwohl es, ja, wie soll man sagen, sehr einfach war. Das Zimmer, da lag dann auch Obst, was schon ein paar Wochen alt war. Der Müll war nicht geleert. Das war dann, spannenderweise war es auch ein Syrer, der vor 35 Jahren nach Schweden gezogen ist. Er konnte kaum Englisch, obwohl er da ein Hotel betrieben hat. Sein gebrochenes Deutsch war besser als sein gebrochenes Englisch. Und da haben wir dann eine Nacht übernachtet, sind dann nach Kiruna gefahren, in dieses Eishotel, wo dann da die Interviews entstanden sind. Das Eishotel auch,
Ja, unglaublich schön auf jeden Fall. Wir haben uns dann aber auch entschlossen, nicht in den kalten Räumen zu übernachten. Da konnte man dann, wenn man da übernachtet hat, konnte man da umsonst reingehen. Sonst haben andere Touranbieter haben da auch 60 Euro für verlangt, um da sich die Zimmer anzuschauen. Hat es dann Deluxe-Räume gegeben, wo man dann so ein Eiszimmer ist mit schönen Skulpturen und so. In diesen Deluxe-Räumen hätte man dann extra ein Badezimmer mit Badewanne gehabt und mit Badewanne und mit Sauna. Aber da habe ich mal nachgeschaut, das kostet 700 oder 800 Euro und das wäre es mir dann nicht wert gewesen. Ja, und so haben wir dann halt im Eishotel, in den warmen Hotels übernachtet und haben dann ein paar Ausflüge gemacht. Eine Schneemobiltour haben wir gemacht, eine Schlittenhundtour haben wir gemacht. Letzte Nacht haben wir dann, sind davor die Nächte auch immer rumgefahren, um Elche und Rentiere nachts zu suchen und Nordlichter. Elche haben wir leider nicht gesehen, aber Nordlichter haben wir dann letzte Nacht dann doch gesehen. Also da war auch eine, die im Hotel da arbeitet, eine Italienerin, die meinte, sie ist schon seit 3 Jahren hier und hat nur 6 Mal Nordlichter gesehen. So, wir waren bei den Nordlichtern. Bei den Nordlichtern, das sah eigentlich mit dem Auge, hat man das einfach nur gesehen, wie so Wolken, die so ganz komisch im Himmel waren, die waren auch schon so hell am Leuchten. Und wenn man dann mit der Kamera drauf gegangen ist, dann war es dann grün am Leuchten. Also sehr, sehr schön auf jeden Fall. Aber dann auch war es auch ganz schnell wieder weg. Dann sind die Wolken aufgezogen. Auf jeden Fall können wir jetzt sagen, wir haben Nordlichter gesehen, die auch sehr schön aussahen. Ja. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause, 2200 Kilometer. Ich denke mal, 3 Tage brauchen wir dafür. Mal schauen, wo wir dann stoppen. Vielleicht nochmal eine Nacht in Stockholm. Mit der Rückreise, der eine Freund, der musste aus familiären Gründen, musste er frühzeitig nach Hause. Für ihn war es kein Problem, mit dem Zug über die Grenze zu kommen. Hat keiner kontrolliert. Ich gehe auch mal davon aus, dass dadurch, dass ja, die meisten Touristen, die fahren nicht mehr irgendwie ins Ausland. Deswegen steht auch keiner an der Grenze. Offiziell muss man natürlich in Quarantäne, man muss sich vorher anmelden. Wir werden uns natürlich auch ganz offiziell dran halten. Ist ja für mich auch, ich meine, ich bin ja sowieso viel zu Hause am Recherchieren für neue Videos und am Lesen und alles Mögliche. Muss auch sehen, dass ich bei Telegram ein bisschen aktiver werde. Insofern, das ist natürlich, wenn man hier nach Schweden fährt, muss man dann offiziell danach in Quarantäne, kann sich natürlich auch mit so einem Spucktest freitesten nach 5 Tagen. Auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen, hier die Freiheit in Schweden zu genießen. Unglaublich schön mit der Landschaft hier, mit der zugeschneiten Landschaft. Natürlich, klar, kann man es auch in Deutschland haben, irgendwie in Bayern, bei Södolf, aber da haben die Hotels, Restaurants nicht offen. Ich glaube auch, auch Skifahren, wenn man das machen will. Österreich ist gerade alles geschlossen, in der Schweiz, da ist eine Bekannte, die war gerade in der Schweiz, die meinte, man muss da mit Maske Skifahren, Maskenpflicht beim Skifahren, und die Hotels und Restaurants, die einen nur bedienen dürfen, sind die, wo man da untergekommen ist. Das heißt, wenn du dann, natürlich, wenn du im großen, tollen Hotel bist, dann wirst du wahrscheinlich auch gutes Essen haben. Vielleicht eine gute Hotelbar haben. Ich glaube, jetzt bin ich zu schnell durch den Blitzer durchgefahren und der Blitzer war zugeeist bei minus 28 Grad gerade. Jetzt ist es minus 24 Grad. Aber es fühlt sich auch gar nicht ganz so kalt an, muss ich sagen. Man gewöhnt sich schnell dran, und wenn man gut angezogen ist, ist es auch kein Problem. Also, ja, auch zum Skifahren ist gerade Schweden das einzige Land, wo alles ziemlich normal ist. Habe ich auch bei Telegram ein Foto gepostet. Die Leute tragen keine Maske, sitzen in den Skiliften auch zu fünf Fremde sitzen. Okay, bei uns waren wir zu zweit da und dann saßen noch drei andere. Das heißt, waren 5 Leute, 3 verschiedene Haushalte. In Deutschland wäre das verboten. Aber da scheren die sich ja alle nicht drum, scheren sich nicht um Masken, scheren sich nicht um Abstände.
Ja, zum Skifahren kann man hier in Schweden sehr gut Schneelandschaft erleben. Restaurants, Bars natürlich ein bisschen eingeschränkt, aber ja, uns hat es sehr gut gefallen. Jetzt, wenn wir zu Hause sind, dann waren wir insgesamt so 14 Tage hier unterwegs. Ja, ich kann es nur sehr empfehlen, hier mal nach Schweden zu fahren. Vielleicht nochmal, wie sich das hier entwickeln wird. Natürlich, ich kann nur sagen, was ich gerade hier erlebt habe von den Gesprächen. Die sagen alle, der schwedische Weg hat so relativ gut geklappt, wenn man sich das anschaut. Samuel Eckert und Corona-Fakten haben da auch was zu gemacht. Absolut sind es ein paar mehr Tote als sonst. Hat man also eine kleine Übersterblichkeit, aber wenn man das in Relation setzt mit dem Bevölkerungswachstum, sieht das alles gar nicht mehr so schlimm aus. Auch vor allem, das ist ja auch was, es gibt ja diesen guten Artikel bei Rubicon von Thorsten Engelbrecht, habe ich auch bei Telegram gepostet. Sucht einfach mal, für sowas ist Telegram ganz gut. Jetzt merkt man doch, wie die Kälte hier so reinzieht, so ein bisschen, ne? Wenn man da bei Telegram einfach, wenn ihr da Engelbrecht eingibt, dann findet ihr den Artikel zu dem Medikamentendesaster. Wer weiß, vielleicht ist diese Übersterblichkeit auch dadurch gekommen, dass sie die Leute zu schnell intubiert haben, also die dann einen positiven Corona-Test hatten, dass sie zu schnell intubiert und beatmet wurden, dass sie vielleicht experimentelle Medikamente bekommen haben. Auf jeden Fall ein schlimmer Virus. Ja, sieht auf jeden Fall nicht unbedingt danach aus. Da schreibt Thorsten Engelbrecht ja auch, wenn man sich die Schweiz anschaut, denn so, bitte AdBlue nachfüllen. Das ist AdBlue. Naja, so, hier wieder ein Blitzer. Thorsten Engelbrecht schreibt da, Thorsten habe ich letztens auch mal, der hat mich zu Hause besucht. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich auch demnächst mal ein Interview mit ihm. Bislang ist es ja immer der Könlein, der da die Interviews macht von den beiden, weil er natürlich als Internist, kannst du mal nach vorne schwenken, hier auch, so sehen die kleinen Dörfer hier aus, ein paar kleine Hütten, und da ist man ganz schnell durchgefahren hier an der Tankstelle. Thorsten sagt ja, wenn man sich die Schweiz anschaut, die Schweiz hat ja, wie viele Kantone haben sie? Ich glaube 30, 32 Kantone. Da waren bislang nur 2, 3 im Lockdown. Die anderen sind relativ frei geblieben. Da gab es ja den Professor Marcel Tanner, der Präsident der Corona Taskforce war, der da Samuel Eckert und Jorge Berg heißt da, glaube ich, von Corona Fakten. Hier auch wieder unglaublich. Die zugefrorenen Seen. Hammer, ey. Auf jeden Fall, der Tanner, der hat dann ein Gespräch mit Samuel Eckert und Jorge von Corona-Fakten gehabt. Und da ging es dann auch um den Kern dieser ganzen Corona-Sache, um das Virusisolat, ob der PCR-Test überhaupt richtig geeicht ist auf ein Virusisolat. Da hat der Tanner da noch gesagt, okay, das Isolat liegt offenbar nicht vor, dann wird er nachforschen. Er hat wahrscheinlich nachgeforscht, er ist wahrscheinlich tatsächlich daran interessiert, wie denn das da alles abgegangen ist und wie das alles abläuft, sonst wird er sich wahrscheinlich auch nicht mit Kritikern hinsetzen. Das erlebt man nicht von, also das würde, glaube ich, an Herr Streeck und Herr Drosten niemals machen, dass er sich mit den Corona-Kritikern hinsetzt. Ich habe ja auch zum Beispiel bei diesem Schmidt-Schanner-Seed vom, wie heißt es, vom, nicht Robert-Koch-Institut, vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg, den habe ich auch mal angeschrieben. Natürlich kommen da immer nur Absagen. Naja, auf jeden Fall, dieser Herr Tanner, ich springe hier die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist noch okay für euch. Ich komme gleich wieder zurück zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Professor Tanner ist jetzt von der Corona-Taskforce zurückgetreten. Vielleicht wurde er da zu kritisch, hat er zu sehr nach diesem Virusisolat gesucht und das nicht gefunden. Hat dann vielleicht auch gemerkt, okay, es geht alles nicht so mit rechten Dingen zu. Wer weiß, ob er selbst zurückgetreten ist oder gegangen wurde, wie man so schön sagt. Auf jeden Fall, um nochmal auf Thorsten Engelbrecht, auf den Artikel zurückzukommen. Er sagt auch,
Es kann kein Virus sein, der da die Übersterblichkeit verursacht hat. In vielen Ländern sieht man auch so einen kleinen Zacken. Und das sieht man in der Schweiz ganz schön an den deutschsprachigen, französischsprachigen und italienischsprachigen Teil. Der deutschsprachige Teil hat keine auffällige Übersterblichkeit, aber die beiden anderen Teile. Und das deutet dann viel eher darauf hin, dass sie an einem experimentellen Einsatz von Hydrochloroxin ist das, glaube ich, oder du hast es dir angeschaut. Hydroxychloroquin. Okay, nochmal? Hydroxychloroquin. Aber es gibt da irgendwie, es gibt Hydrochloroxin und dann Dyroclus, auf jeden Fall, es gibt da zwei verschiedene. Das haben sie offenbar ein bisschen durcheinander gebracht, damit da Dosis und so weiter. Auf jeden Fall schaut euch den Artikel von Thorsten Engelbrecht an. Diese Übersterblichkeit lässt sich mit einem schlimmen Virus nicht unbedingt erklären. Also den Artikel, wie gesagt, ist sehr lang, aber sehr interessant. Schaut euch den gerne an. Ansonsten, ich bin gespannt, wie das hier mit dem schwedischen Weg weitergeht. Ich denke mal, es wird weiter so bleiben. Vielleicht werden hier, wenn dann Inzidenzwerte steigen, die ja auch, das sagt ja auch der Stefan Willig, der von der Charité Berlin, der Epidemiologe, oder die von dem Oxford Center for Evidence-Based Medicine, Paul Hannigan und der Jefferson, die sagen auch, dieser Inzidenzwert sagt eigentlich überhaupt nichts aus. Da gab es ja auch diesen von der, was war das, die Bundesärztekammer, wo der Streeck und Schmidt-Standesied auch mit unterschrieben haben, sagen auch, Inzidenz, sich daraus zu versteifen, ist absoluter, ich auch wieder, oh mein Gott, sich auf diesen Inzidenzwert zu versteifen, ist absoluter Unsinn. Oder beziehungsweise, das sollte erstmal ins Verhältnis gesetzt werden. Da muss man auch die Intensivkapazitäten und die Auslastung der Krankenhäuser mit berücksichtigen. Das macht man nicht. Und offenbar ist es hier in Schweden auch so, dass man sagt, wenn die Inzidenz über den und den Wert steigt, dann werden wir Maßnahmen verhängen. Also insofern bin ich gespannt, ob der schwedische Sonderweg weiter so erhalten bleibt oder weiter fortbestehen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es da vielleicht in Zukunft hier und da in einigen Bezirken noch weitere Maßnahmen geben wird, dass sie vielleicht die Restaurants und Hotels schließen werden, aber bestimmt nicht landesweit. Auf jeden Fall, ich habe den Eindruck, egal was da beschlossen wird, die Schweden werden hinter allem stehen. Die hinterfragen das nicht groß, wie auch bei uns in Deutschland. Also auch teilweise bei den Interviews, also wenn jetzt Fox hier in Hamburg Interviews gedreht hat zu Corona, bei einigen war ich oder bei den meisten war ich auch dabei, oder ich jetzt hier auch in Schweden, ist natürlich, dann denkt man auch oft so, da denkt man so, oh mein Gott, das haben sie doch jetzt nicht wirklich gesagt. Zum Beispiel hier die eine auch in Schweden, die Victoria, die sagt dann ja mit der Schweinegrippe-Impfung, ich habe mich da impfen lassen, ich hatte deswegen eine Fehlgeburt, aber trotzdem würde ich mich jetzt wieder impfen lassen, weil das ist unsere Verpflichtung. Da denkst du dir auch, sorry, wie gehirngewaschen kann man sein, wenn man schon eine Fehlgeburt hatte, wenn die Impfung schon so krasse Nebenwirkungen hat, dass man dann wieder eine Impfung, die auch ganz experimentell sein wird, dass man sich dann wieder impfen lässt. So, und das ist so oft, wenn man mit den Leuten spricht, oder auch der eine, der, da heißt er David, auch ein cooler, sympathischer Typ, der meint auch, hey, das macht alles Sinn, was wir machen. Ich habe da, I feel sorry, er meinte, ich fühle mit den Leuten, die tun mir leid, die da irgendwie monatelang im Lockdown sind in Spanien. Aber, und er unterstützt den schwedischen Weg, so nach Motto, ist alles nicht ganz so schlimm, das macht total Sinn, was wir machen. Aber er würde sich und seine Kinder impfen lassen. Wo man echt dann daneben steht und denkt so, ey, soll ich da jetzt noch weiter drauf eingehen? Soll ich es einfach so dastehen lassen? Und uns ist es halt immer, oder mir ist es halt immer wichtig, da gebe ich auch Foxy dann halt immer Anweisungen, wie sie es machen soll. Uns ist es halt immer wichtig, dass die Leute im Interview, ja, dass man die nicht zu kritisch befragt, dass man sie nicht vor den Kopf stößt, dass sie auch mit gutem Gefühl aus dem Interview rausgehen, dass wir es auch einfach unkommentiert zeigen. Natürlich, klar, wenn ihr dann unsere Reaktion seht, dann sieht man auch oft, dass man dann oft schlucken muss oder sprachlos ist. Ich glaube, an der Mimik sieht man da auch oft unsere Reaktion. Aber wie gesagt, und das ist, glaube ich, einfach universell, egal ob es in Schweden ist oder in Deutschland, dass die Leute einfach
ja, das kritische Denken verlernt haben. Und das ist gerade das Schlimme in diesen Zeiten, dass die Leute, ja, ich meine, ich kann denen auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, wenn man natürlich viel arbeitet, wenn man 8 bis 10 Stunden am Tag arbeitet, da hat man Haushalt, Familie, Partnerschaft, Hobbys. Da hat man auch gar keine Zeit, sich da kritisch mit zu beschäftigen. Und dann denkt man auch, okay, hey, die Impfung ist die Lösung, die Maßnahmen werden wohl richtig sein. Dann gibt man natürlich nur das wieder, was man irgendwo aufgeschnappt hat. Insofern versucht da immer Empathie mit den Menschen zu haben. Ja, auf jeden Fall sind das gerade extrem spannende Zeiten. Und da auch, da haben wir jetzt hier auf unserem Trip auch viel drüber gesprochen, wie man diesen Zeiten persönlich damit umgeht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, dass man seine geistige Hygiene bewahrt, dass man auch vor allem Leute hat, mit denen man offen reden kann. Da gibt es ja auch viele, deswegen habe ich auch in Hamburg den Stammtisch gegründet, auch schon, war es vor 3-4 Jahren oder so. Da gibt es da so viele Leute, die haben im Umfeld keinen einzigen, mit dem sie drüber sprechen kann, mit dem sie drüber sprechen können. Und da ist es, glaube ich, einfach so gut, Leute zu haben, mit denen man offen drüber sprechen kann, wo man auch merkt, dass man selbst nicht total durchgedreht ist. Kannst du mal nach vorne gehen? Obwohl, da ist natürlich okay, was ist schon normal, was ist irgendwie durchgedreht, aber okay. So, jetzt hat der Gimbal gerade ein bisschen gesponnen, deswegen nochmal. Ja, also, ja, wir haben ja viel Zeit, wenn wir hier auf den langen Strecken sind, sind wir da ja, viel auch am Reden über die jetzige Situation. Und ja, wir fragen uns dann natürlich auch immer, vielleicht sind wir diejenigen, die den Verstand verloren haben, die vielleicht total falsch liegen. Ich glaube, das ist halt immer ganz wichtig, dass man sich jedes Mal hinterfragt. Aber ja, die Sache ist, ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe eine Mikrobiologin kennengelernt, ja, die macht jeden Tag PCR-Tests, aber sie hat noch nie groß in dieses Corona-Thema reingeschaut. Dann habe ich mit ihr gesprochen. Wir haben wirklich, ich kann es ja auch sagen, ich bin ja auch in anderen Videos schon offen gewesen, ich habe sie über eine Dating-App kennengelernt. Und dann dachte ich auch so zu Anfang, ey, okay, eine Mikrobiologin, nicht, dass sie mich um Grund und Boden argumentiert. Aber da hat man auch gesehen, sie hat sich niemals mit der Geschichte des PCR-Tests beschäftigt, hat sich noch nie, zoom mal, schau mal nach vorne hier, hat sich noch nie mit Corona-Kritikern groß beschäftigt, gibt eigentlich nur das wieder, was in den Medien da gesagt wird. Und dann meinte sie auch, wir haben uns wirklich, das erste Mal haben wir uns 4 Stunden lang unterhalten, 4 Stunden lang. Natürlich haben wir dann schnell gesehen, datingtechnisch passt das nicht, aber sich so auszutauschen ist doch bestimmt ganz spannend. Dann meinte sie auch irgendwann, hey, aber Corona, jetzt lass uns mal, da habe ich dann Klimawandel erwähnt. Da meinte sie, ja, aber Klimawandel, da habe ich bei vielen Projekten mitgearbeitet, da kenne ich mich aus. Da habe ich auch so ein bisschen das und das gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, Ramsdorf, habe ich den Namen Ramsdorf erwähnt. Dann habe ich gesagt, kennst du Ramsdorf? Dann meinte sie, nein, Ramsdorf, keine Ahnung, wer das ist. Und ich so, okay, Ramsdorf ist seit, keine Ahnung, seit über 10 Jahren der Berater der Bundesregierung, was Klimafragen angeht. Ramsdorf, der ist jedes Mal, wenn irgendwo eine Doku ist zu Klima, zum Thema Klima, dann sagt er jedes Mal seine Meinung. Da hat man jedes Mal sein Gesicht da, was er da in die Kamera hält. Und da ist halt auch, also so eine wie sie, sie ist da voll in ihrer Wissenschaftlerblase. Sie meinte auch, ja, Klimawandel, ich kenne mich doch gut aus, bin auf ganz vielen Konferenzen, habe da ganz viele Experten getroffen, die ihr Leben lang dazu forschen und sagen, ja, der Klimawandel ist menschengemacht, wo ich sage, ja, wo willst du das wissen, wenn du dich niemals mit der Gegenseite beschäftigt hast. Und das ist es halt, wo ich sage, ich versuche halt immer, schau mir den Drosten-Podcast an, beziehungsweise lese ihn immer, ich schaue mir die Mainstream-Medien an, schaue mir, was die Politiker sagen, schaue mir an, was die Mainstream-Wissenschaftler sagen, aber schaue mir dann auch genauso an, was sagt die Gegenseite. Und da ist halt einfach bei Corona, egal ob man Infektionstheorie sich anschaut, egal ob man sich die Prognosen anschaut, egal ob man sich die Bilder aus China, aus Bergamo anschaut, egal ob man sich die Bilder aus New York anschaut, egal ob man sich jetzt die Berichterstattung anschaut, egal ob man sich jetzt anschaut, wie das mit der Impfung alles ging. Es gibt halt überall, es stinkt halt alles ohne Ende, es gibt da so viele Widersprüche, es hat alles, ist alles nicht rund, wo ich auch sage, hey, ich bin gerne bereit, immer meine Meinung zu ändern.
die Evidenz wirklich dafür vorliegt, dass das ein Killer-Virus ist, dann bin ich der Erste, der sich zu Hause einschließen würde, der freiwillig Maske tragen würde, der sagen würde, okay, das, wie es jetzt läuft, ist alles richtig. Aber es ist halt einfach so, dass halt alles dagegen spricht, dass es wirklich ein Killer-Virus ist. Jeder, der da kritisch reinschaut, sieht es direkt. Aber die Leute, ja, ich mache denen gar keinen Vorwurf. Die haben gar, hier auch wieder die Aussicht, oh mein Gott. Ich mache denen gar keinen Vorwurf, weil man muss wirklich schon wissen, wo man diese Informationen findet. Da ist es halt auch so. Es wird nicht nur, bei YouTube wird immer mehr zensiert, man kann da nicht offen reden, bei Instagram, bei Facebook wird immer mehr zensiert. Die Leute werden in eine Ecke gestellt. Man weiß auch gar nicht, wenn man danach googelt, dann findet man kaum wirkliche Kritik. Die Kritiker wie Suka Redakti werden in diese Corona-Leugner-Ecke gestellt. Insofern, ja, wenn man nicht weiß, wo man suchen kann, soll, und wenn man dann auch dann nicht wirklich sehr offen rangeht, dann mache ich den Leuten gar keinen Vorwurf, dass sie einfach das glauben müssen, was da gesagt wird. Hier auch nochmal. Ja, insofern, und da ist dann halt immer, die Welt ist so, wie sie ist. Da muss man halt einfach sehen, wie geht man damit um. Und wie gesagt, das Allerwichtigste ist einfach, Netzwerke zu bilden, seine geistige Hygiene erhalten. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, das alles immer mit Humor zu sehen. Wenn ich dann Leute treffe, die Corona-gläubig sind, dann albere ich immer rum und sage, ja, und ist ja ein super intelligenter Virus. Der hat einen eingebauten Abstandsmesser. Er weiß auch, ist nur nachtaktiv oder befällt Leute nur in Restaurants, wenn sie laufen. Oder in Deutschland, auch im Herbst war es dann so, da hat er auch nur Touristen befallen, Geschäftsreisende, die in Hotels unterkommen, hat er nicht befallen. Insofern ist er ein sehr, sehr intelligenter Virus. Und ja, so in der Richtung probiere ich da halt immer bei diesem Wahn halt irgendwie noch einigermaßen den Verstand zu bewahren, dass man halt einfach da mit Humor rangeht. Die Welt ist einfach gerade mal super verrückt. Muss man einfach sehen, dass man einfach seinen Weg findet. So wie wir das jetzt einfach machen, einfach einen Covid-1984 Roadtrip macht. Einfach die Freiheit da genießt, wo es noch geht. Da einfach das Beste rauszumachen. Ja, jetzt habe ich viel gelabert. Ich hoffe, ihr konntet dem trotzdem noch ein bisschen was abgewinnen. Zumindest hier auch die schöne Landschaft. Ja, ich würde mal sagen, das war's dann von uns. Hier aus Lappland. Ich hoffe, es war, wie gesagt, nicht zu viel Gelaber. Es war einfach mal so frei raus mit wenig Cuts. Ja, wir sehen uns, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.